Es scheint gereicht zu haben. Also wird Nikolai wieder in das Loch vorstoßen. Wieder mit Ortikow. Emilio ist hoffentlich rausgekommen. Ich muss raus aus diesem Schiff und ihn finden, bevor er etwas Dummes tut. Tja, Ortikow, du bist jetzt allein. Quarantäne. Halt alarm, Mr. Citwin. No water to be found. Only pink sludge. Ist dieser pinke Schlamm vielleicht dieser, was war das, Milzbranderreger, mit dem sie hier rumexperimentiert haben, die CIA? Was, hier ist zu? Wirklich? Da oben liegt ein Schlüssel, aber wie kommen wir an den ran, ist die Frage. Immerhin können wir mit ihm nicht in irgendwelche... Who else was with you? Ja, ich bin hier. I didn't touch anything. You did not have to. Immerhin können wir mit ihm nicht in irgendwelche falschen Löcher springen und dann wieder hochkraxeln müssen. Kommen wir jetzt vielleicht? Nee. Everybody, take what you need for work and get up on deck. The drillship is now a quarantine zone. Repeat. Und jetzt? Ich meine, wir haben jetzt zwar die ganzen Erinnerungen, aber inwiefern hilft uns das hier rauszukommen? Ist das hier der pinke Schlamm? Jetzt gehen uns auch die Erinnerungen raus. Hm. Ah, jetzt ist offen. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es nicht. Okay, hier kommen wir nicht durch. I remember you made it very clear that there were only the Tenpits. And they were all supposed to be on the island. Ah, okay. Also sie wussten zwar von diesen Pink Pits, hießen sie, ne? Von diesen Lagerstätten für den Milzbranderreger, aber sie dachten, sie wären alle auf der Insel und da sie unten Sprengungen machen wollen, ist es natürlich ungünstig, wenn dort auch die Erreger gelagert wurden. Das heißt nämlich, wenn sie da was hochjagen, dann geht das ins Wasser. Und ich glaube nicht, dass das allzu gesund wäre. So, hier waren wir vorhin mit der Map of Moscow, die ist mir vorhin schon aufgefallen, als wir mit Emilio hier lang gegangen sind, oder? Now, I have a worker exposed and the crew is buzzing around my head. Nur haben wir da nicht allzu viel gesehen, weil Emilio ja keine Taschenlampe hatte. Genau, jetzt sind wir hier an der Ecke, wo wir vorhin mit Emilio noch runtergesprungen sind, todesmutig. Sieht alles gleich ein ganz anders aus, wenn man hier diese roten Lichter noch mit hat, ne? Und die Treppe, die Leiter haben wir vorhin auch nicht gesehen. Na gut, gehen wir mal hoch. Emilio benutzt ja sowieso keine Leitern, von daher egal. Oh, hier liegt tatsächlich was. Arbeiter, die sich nicht geimpft haben, seien Sie aufmerksam auf Zeichen von Milzbrand. Geschwärzte Wunden und Blessuren, eine Folge von Sporen, die durch Wunden in die Haut eindringen. Größtenteils ungefährlich, aber sollte gemeldet und behandelt werden, um den Tod zu vermeiden. Schön, um den Tod zu vermeiden, das ist nett. Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall. Kommt von der Verzehrung von infiziertem Fleisch. Kann behandelt werden, aber die Todeswahrscheinlichkeit ist hoch. Leichtes Fieber, Muskelschmerz und Halsschmerzen. Könnte ein Zeichen der Einatmung von Sporen sein. Dies führt zu Schmerzen in der Brust, Atmungsschwierigkeiten sowie... Und so wie die Sporen ins Blut gelangen zur tödlichen Vergiftung. Mensch, das sind ja richtig gute Aussichten hier. Oh. Gut, haben wir ja noch mehr? Nein, ich glaube nicht. Ja, das ist immer noch das. Das ist aber weitreichend hier angelegt. Is this my fault, I ask you? Because you permitted us. You told me. I am going to have to comment on that. Okay, schauen wir mal kurz hier in der Tür nach. Ich glaube, es ist schon unser weiterer Weg, oder? Wenn er also da oben wartet. Nee, wobei, hier geht's nicht weiter. Oh, was? Hey? Das war aber gemein. Was fällt euch ein? Dann klettern wir halt nochmal die Leiter hoch. Okay. Das war ja unfair. Mich einfach runterzuschmeißen hier. Ups. Ich wollte ihn nicht loslassen, Verzeihung. Ich bin bloß aus Versehen auf die Space-Taste gekommen. Ich wusste nicht, dass du dann gleich abstürzt. Na gut.
Ihr führt ein Seil hoch, allerdings können ja nur Emilio an Seilen hochklettern. Also, wie kommen wir da hin? Egal, wir schauen hier unten weiter. Und nehmen einfach die nächste Tür. Ah, sehr gut, sie führt nach draußen. Zumindest sehen wir nun schon mal wieder was. So, dann wollen wir uns mal kurz hier die Möwe krallen. Vielleicht ist das ja auch bloß, um die Möwe zu kriegen. Ich weiß es nicht. So, das gibt wieder ein bisschen Konzeptgrafiken. Ja, wenn wir jetzt zu der Leiter hier drüben durchdringen könnten, ne? Okay, dann müssen wir aber irgendwie die Tür erreichen von innen heraus. Das wird wohl jetzt erstmal nichts. Ich spring mal gleich, auch wenn das für den alten Herrn vielleicht nicht so gesund ist. Oh, ich sehe schon, da können wir noch fröhlich herumkraxeln da. Okay, dann vielleicht doch eher durch die andere Tür, hm? Oh. Das Schiff scheint mir nicht mehr allzu sicher zu sein. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber vielleicht könnte es an den herunterstürzenden Bodengittern liegen. Mr. Setwin? I took your blood sample. It didn't hurt. Can you open the shaft for me? I can keep digging, Mr. Setwin. The damage is already done. I know we are close to the river. Alter Beck kommt mir ganz merkwürdig vor von der Art her. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie... Ja, er ist irgendwie anders auf jeden Fall. Wer weiß, wer weiß. If we failed now, she... This is my last chance. Ach, siehst du mal, jetzt sind wir in dem Lagerraum, den wir vorhin schon mit Emilio erreicht haben. Genau, jetzt sind wir mal... Mr. Sitwin, I have found something. Alter Beck ist auch wie so ein kleines Kind manchmal, ne? Genau, hier sind wir vorhin mit Emilio schon gewesen. Da können wir ansonsten aber nichts weitermachen. Nee, Alter Beck kommt mir wie ein kleines Kind vor. Er ruft auch immer sofort nach dem Mr. Sitwin, wenn er irgendwas findet. Oder wenn er irgendwie Hilfe benötigt, anstatt Mr. selbstständig... Sitwin. Are you there? Ah, wenn ich's doch sage. Anstatt selbstständig vielleicht auch nach Lösungen zu suchen. Hier ist zu. Aber wir haben ja schon... vor einer ganzen Weile gesehen, dass hier ein Schlüssel liegt. Genau, an den kommen wir jetzt auch ran und ich nehme mal an, dass der für die Tür dort oder für das Gitter vor der Tür sein wird. Für das Gitter. Return to your rooms in the drill ship. Für die Kette. At this time, take all of your belongings with you. Whatever you leave, you will not see again. I will meet you outside in 15 minutes. Repeat! Das fand ich jetzt nicht so cool. Müssen wir den ständig den Boden wegbrechen lassen? Ich glaube, unser alter Mann... Where did everyone go? Ich glaube, er hat den Aufbruch verpasst. Ich glaube, unser alter Mann sollte so langsam mal hier rauskommen. Der sollte nicht mehr allzu lange herumtrödeln. Hier waren wir... Ach, siehst du mal, hier waren wir auch mit dem Million. Dieser Raum war komplett schwarz vorhin, weil hier wirklich kein Licht reinkommt. Es ist halt kein Fenster hier drin, ne? Genau, das war auch schwarz. They say West Rostenia is not safe. Uzbek military is coming in to protect the area now. Aha, okay, deshalb hat er also hier alles stehen und liegen lassen. Weil die Militärs gekommen sind. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas zum Mitnehmen? Hier ist ein ganz schmaler Durchlass, durch den wir Licht reinströmen lassen können. Mehr aber auch nicht. Vielleicht ein Guckloch zum Spionieren, hm? Sauerei, sowas macht man noch nicht. Na gut, bevor wir durch die Tür gehen, schauen wir erstmal hier. It is Anthrax, as we suspected. Oh shit. So, the good news are you are not contagious. The bad news are that I will die. That is hardly news. Oh shit, Mensch. Aber es hat ja schon so ein bisschen darauf hingedeutet, ne? Die ganzen Nachrichten, die man hier so gefunden hat. Man musste es ja schon fast befürchten, dass sich jemand hier ansteckt. Ach, siehst du mal, ich glaube, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Tür, die wir eigentlich öffnen wollten. Dass sich hier irgendjemand ansteckt und dann
Ja, stirbt. Gut, es wird immer ein bisschen merkwürdig, wenn man hier zwischendurch absteigt in die einzelnen Etagen, dann geht, weil er halt immer so seltsam fällt. Okay, hier sind wir in den Kabinen der Mannschaft. Ah, jetzt kommen wir auch auf die andere Seite davon. Hier mit dem Kuckloch. Eine Waschküche. Ein Auszug von Wikipedia, datiert 19. Dezember 2012. Hey, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Na Mensch, ja, ist gut, ich weiß doch. Ihr könnt das dann ruhig wegmachen. Hallo? Würdet ihr vielleicht... Ah, dankeschön. Als ich die Einladung für diese Konferenz entgegennahm, dachte ich ganz ehrlich eine Weile lang, was könnte wohl ein gut bemitteltes skandinavisches Land wie Schweden mit dem Aralsee zu tun haben? Ein See, der in einer asiatischen Wüste vor sich her erstickt. Aber ein treffender Auszug aus einem Gedicht von einem der berühmten Söhne Skandinaviens, Henrik Ibsen, fiel mir ein. Fiel diesmal mit F eigentlich. Henrik Ibsen ist übrigens, glaube ich, der einzige, den ich kenne, der einzige Dichter aus Skandinavien. Er handelt von einem Jungen, der in kalten Nächten eine kleine Glocke wimmeln ließ, um alle daran zu erinnern, dass es eine Welt außerhalb der eigenen gemütlichen vier Wände gibt. Dass es in dieser Welt Menschen gibt, die frieren und verhungern. Für uns in Kirgisistan ist diese Geschichte ein Symbol für Skandinavien und Schweden. Liebe Kollegen, um dem Leitbild von Ibsens heldenhaften Jungen zu folgen, sollten die besten Filmemacher Filme drehen, die beste Autoren und Regisseure Schauspiele verfassen und vorspielen, die Starjournalisten sollten vom Schicksal des Aralsees berichten. Die Ansicht des berühmten englischen Poeten John Donnes, frag nicht für wen die Glocke läutet, sie läutet für dich, sollte jedem eine Erinnerung für Wille, Herz und Seele sein. Mein Glaube ist es, dass dieser Strom von Informationen könnte auch Strom von Bewusstsein genannt werden, auch den Strom von Wasser in den Aralsee helfen zu können, Ökologie von Erde und Wasser ist dieselbe wie die von Wille und Seele. Mairam Akaeva wahrscheinlich, Vorsitzende der Merim-Organisation, vortragend an der Aral-Konferenz in Stockholm 1998. Mensch, ist manchmal ziemlich schwer zu lesen, weil es halt grammatikalisch halt doch nicht so richtig passt, ne? So. Diese Hintergrundgeräusche. Oh, was? Diese Hintergrundgeräusche stören mich gerade ungemein, muss ich zugeben. Okay, den Weg sollten wir dann vielleicht beim nächsten Mal nicht nehmen. Aber ich glaube, wir kommen so weiter. Kann das sein, dass wir gerade einen Weg genommen haben, der uns weiterbringt? Schauen wir mal. Ich meine, theoretischerweise war unsere Leiter ja noch nicht zu Ende. Genau, dann sind wir auch wieder hier drin. Gut, gehen wir nochmal nach oben und diesmal nach rechts. Da sind wir nämlich noch nicht lang gegangen gerade. Dieses seltsame, sich immer wieder abspulende Geräusch im Hintergrund, das strengt an. Oh, was? Okay, gut. Warum nicht mitten im Schiff? Kann man machen. Warum nicht? Also weiter nach oben. Wenn wir damit dem Ausgang entgegensteuern, dann ist es nur gut und richtig so. Aber erstmal hier drüben den Computer angeschaut. An meine Freundin Ostrowska. Alter Becks Tod war der Anfang deines Leidens. Aber ich habe Hoffnung darum, dass er auch das Ende dafür ist. Es gibt etwas, was ich dir nie erzählt habe. Ich konnte nicht, weil es schon zu spät war. Aber jetzt, wo ich lese, was du gemacht hast, wir haben den Kontakt verloren. Aber ich habe nicht vergessen und ich habe dich aus der Ferne beobachtet. Du weißt mittlerweile, dass deine Heldentaten dich nie erfüllen werden. Ich spüre, dass ich es war, der dir diese Unselbstlosigkeit beibrachte. Aber du schuldest es dieser Welt nicht. Es ist nicht deine Pflicht. In deinem Kopf ist es dir wichtig, in deinem Herzen weniger. Ich fürchte, dass du jetzt glaubst, dass nirgendwas wichtig ist. Ich schicke dir diese Mitteilung von deinem alten Computer. In seinen letzten Tagen fand Alterbeck das Geheimnis, um den Aralsee zu retten. Und er hat es mir gezeigt. Obwohl ich dies wusste, musste ich evakuieren. Und mit den Umständen in Bedacht bin ich mir sicher, dass es das Richtige war, die Aufmerksamkeit davon abzuwenden. Jetzt ist alles anders. Ich habe die notwendigen Vorbereitungen gemacht, aber ich kann niemanden außer dir den letzten Schritt machen lassen. Ich
werde hier warten, bis du ihn machst. Dein Nikolai Alexandrowitsch Sifin. Ostrov, Vosrosdenia, 12.06.2012. Okay, jetzt haben wir es also auch schwarz auf weiß. Das, was mit Alterbeck passiert ist, ist also alles schon 10 Jahre her. I will not be the bane of her project. You know I can't do that. I do not want this. But if we don't evacuate the day, they will come here and make us. Let them leave. Follow me, Mr. Sitwin. I knew you want to be the first to see this. Ja, und ich glaube, Alterbeck hat wohl irgendwas gemacht, was man nicht überleben kann oder so. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es bestimmt noch rausfinden. Auf jeden Fall ist das 10 Jahre her. Und erst jetzt, nach all dieser Zeit, hat Sitwin offenbar Ostrova wieder angerufen oder ihr geschrieben, um das Projekt zu Ende zu bringen, weil es damals eingestellt wurde. So, hier haben wir mal ein Bild ohne Karte. Okay. Da oben ist der Helipad. Das große Schiff, Big Crane, was haben wir da? Die Entrance, die Old Shaft, Hidden Entrance. Genau, durch den rechten Schacht sind sie ja jetzt gerade gegangen, beziehungsweise da ist Sitwin ja gerade runter. Das ist der Main Shaft auch. This is where we'll put the baby. Okay, er muss also eigentlich nur direkt nach unten schwimmen. Und das ist auch der Weg, den wir ganz am Anfang im Prolog mit Ostrova genommen haben. Genommen haben, als wir an dem Haken uns nach unten abgeseilt haben. Dieses Geräusch im Hintergrund. Okay. Ich glaube, hier werden wir wohl rauskommen. Aber wir kommen schon mal nicht mehr zurück. Das ist nicht gut. Okay, schauen wir mal hier rein. Da drüben waren wir gerade. Ich habe blöderweise auch die Leiter jetzt nicht bis zum Ende mitgenommen. Ne? Ich weiß nicht, ob es da oben dann vielleicht rausgegangen wäre oder vielleicht noch was Geheimes gewesen wäre. Vielleicht auch gar nichts. Herr Nikolai Sitwin, ich lebe auf dieser Erde schon bald ein Vierteljahrhundert, aber habe bisher sehr wenig getan, um etwas dafür zurückzugeben. Seit den letzten 4 Jahren war ich Teil der Ärzte ohne Grenzen hier in Moynak, aber ich bin kein richtiger Arzt und kann nur mit einfacher Beratung und Administration zunutze sein. Ich kann nicht mehr so tun, als ob ich alles tue, was in meiner Macht steht. Mit meinem Hintergrund müsste ich mehr ausrichten können. Mein Vater ist Kapitalist Andrei Fjodorov Ostrovsky, mit wessen? Ein Mann in ihrer Position sicher bekannt ist. Dies könnte für mich ein Vorteil sein, aber ich persönlich sehe es nicht so. Ich habe vieles mit meinem Vater gemeinsam, aber nicht die Passion für Wohlstand, die ihn berühmt gemacht hat. Als meine Familie in den Westen zog, konnte ich nicht nachfolgen. Wie konnte ich mit ihnen nach Amerika gehen und ein Leben in Frieden genießen, wenn meine Hilfe dann nicht gebraucht ist? Die Ärzte ohne Grenzen sagten mir, dass ich hier gebraucht werde, und ich glaubte ihnen. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit hier. Aber als ich von ihrem Projekt im Aralsee hörte, wusste ich, dass dies was ganz anderes ist. Sie versuchen, die Welt zu retten, nicht nur ihr Leiden zu erleichtern. Nicht für sie selbst, sondern weil es das Richtige ist. Ich lerne schnell. Deswegen kenne ich diese Region gut, die Sitten sowie die Menschen. Deshalb werde ich auch lernen, was auch immer sie mir beibringen. Ich habe durch meine Arbeit hier gezeigt, dass ich mich vor Schmutz unter den Fingernägeln nicht fürchte. Und ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ich weiß noch nicht, was meine Rolle in ihrem Unternehmen sein wird. Ich weiß aber, dass ich eine spielen werde. Und es wird der Anfang von etwas Größerem sein. Eifrig wartend auf ihre Antwort, Elena Andrejewna Ostrowska, Juni 1999. So ist sie also in das Ganze reingekommen. Sie war bei den Ärzten ohne Grenzen und wollte noch mehr zurückgeben. Ich muss ja sagen, ich bewundere ja solche Menschen, die so selbstlos wirklich der Welt quasi was zurückgeben. Ich glaube... Nein, stürzt er schon wieder ab, Mensch. Ich glaube, das hängt auch immer vom eigenen persönlichen Hintergrund ab, ob man wirklich bereit sein kann, das zu tun, oder ob jemand zu Hause auf einen wartet, den man nicht hängen lassen kann.